Jetzt möchte ich euch gerne was zu unserer Backmatte erzählen, weil ich persönlich liebe sie und finde, sie gehört in jede Küche rein. Warum? Zum einen ist die rutschfest. Also das ist wirklich eine coole Sache. Wenn ich die bewegen möchte, einfach anlupfen, dass sie sich löst und dann ziehen. So könnt ihr sie bewegen. Das Besondere an der Matte ist, auf der einen Seite ist sie rutschfest, auf der anderen Seite haftet fast nichts an. Also ich sage jetzt mal so, zimmerwarmer Mürbeteig haftet natürlich an, das ist ganz klar, aber Hefeteige etc. gar kein Problem, könnt ihr ganz locker abziehen. Was ist noch so toll an ihr? Ich habe hier unseren kleinen Streufix und bemehle mal die Matte. Und was hier jetzt absolut genial ist, das Mehl bleibt auf der Matte drauf und verschwindet nicht. Ups. Also ganz tolle Sache. Was an ihr auch noch total toll ist, sie ist hitzeresistent bis 204 Grad. Meiner Meinung nach sogar noch höher, weil ich tue meine heiße Stoneware immer drauf. Die hat ca. 230 Grad und ist noch nie was passiert. Sie ist baumstabil, das heißt, ich kann die hier nehmen und so zusammenknüllen. Das macht ja überhaupt gar nichts. Bei mir ist die auch wirklich den ganzen Tag einfach nur zusammengerollt in meiner Schublade, wenn ich sie nicht brauche. Also ein ganz tolles Teil. Was ist auch noch praktisch, wenn ihr Brote falten möchtet, und zwar nicht mit den Händen, könnt ihr das auch mit der Matte tun. Das ist gar kein Problem. Und was richtig genial ist, wenn ihr Hefeschnecken oder ansonstige Strudel macht oder irgendwas, wo man es aufrollen muss, könnt ihr euch da super die Matte dazu holen. Einfach nur euren Teig drauf und dann langsam Stück für Stück aufrollen und ziehen. Das ist eine richtig coole Sache. Die rutscht jetzt hier rum. Das ist jetzt zum Beispiel, das seht ihr jetzt hier richtig toll. Es ist, weil hier jetzt das Mehl, was ich vorher auf der Matte hatte, habe ich nicht sauber weggemacht und hat sich jetzt hier ein bisschen verteilt. Deswegen kann ich euch das mal zeigen. Ganz wichtig, einfach nur ein feuchtes Tuch nehmen. Ist egal, was es ist. Einmal sauber machen, vom Mehl befreien. Auch hier nochmal vom Mehl befreien. Und das ist einfach ein stinknormales feuchtes Tuch. Mehr braucht ihr da nicht. Und dann könnt ihr die drauf tun. Und schon haftet sie wieder. Also ganz toll. Genau, so viel zu unserer Matte.